Hallo. Auch wenn die Welt um uns herum im Chaos versinkt, rettet uns am Ende vielleicht das Wissen. Und so soll es hier heute weitergehen mit einem Video mit der neuen Generation von DVD-Kostenkalkül.de mit Bauen im Bestand oder Umbau. Heute der Teil 3 der Trilogie. Am besten schaut man sich hier drei Teile nacheinander an. Mit Vorkenntnis kann man sich die Teile aber auch einzeln ansehen. In diesem dritten Teil geht es um abgehängte Decken, Malerarbeiten und Bodenbelag mit Doppelboden. Hier sehen Sie das Ergebnis von Teil 2. Da habe ich lediglich im noch östlichen Bereich den Raum umbenannt in Teeküche und die Fenster vergrößert auf über 200 Quadratmeter, damit man es in den Mengenabzügen besser sieht. Und am Ende schauen wir uns das an. Und das ist das Ergebnisvideo ohne Modellierung der Umbaumaßnahme. Die ungekürzte Version erhalten Sie als Link per E-Mail von mir, da es als nicht gelistet oder privat auf YouTube steht. Und die Ergebnisse. Prüfen, Plausibilitätsprüfung ist leer. Schalten oben aus und gehen auf die Kontrollgrafik. Ja. Und wenn wir hier den Rückbau ausschalten und das Farbschema wieder bedienen, den Bestand ausschalten, haben wir jetzt Rückbau und Neubau erst gesehen und jetzt nur den Rückbau und ja, können auch nur den Neubau uns betrachten. Das ist sehr schön farblich hier getrennt und ja, so ist das exakt visualisiert. Unten links unter Baukosten auswerten sehen Sie auch die Summe der Umbaumaßnahme und das gucken wir uns auch in den Berichten an, insbesondere den Mengenbericht zu den Wandbekleidungen, wo wir die drei Fenster größer als 2,5 Quadratmeter hatten. Und ja, wenn wir etwas nach unten scrollen, sehen wir die Abzüge bei der Wandbekleidung für die Teeküche. Da haben wir die drei Fenster und werden von der rechten Menge abgezogen, von der Wandmenge. Schauen uns noch den Bericht Preise Qualitätstypen an und haben hier zunächst den Gesamtbetrag. Nochmal und gehen dann auf die Deckenbekleidung, Abbruch, Neubau, die abgehängte Decke und dann auf Wandbekleidung, Abbruch, Innenwände und Außenwand, Innenbekleidung haben wir dort. Dann bei den Bodenbelägen haben wir den Abbruch Gesamt und Doppelboden dort auch. Und dann schauen wir uns noch die Detailexporte an, die ich beim letzten Mal ja auch schon erwähnt habe. Gelbexport kann man dann noch gliedern in der Ebene 1 nach Gewerken beispielsweise. Und dem WIM-LV-Container, also mit Grafik und Verknüpfungsdatei. Und da sind wir auch schon am Ende mit dem Teil 3 des gekürzten Videos. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben, sich diesem Thema der DVD-Lösung zu widmen. Und wenn Sie Fragen haben, bitte einfach melden oder über meine Webseite können Sie sich natürlich auch informieren. Und Sie können sicher sein, spezielle Services wie eine Ablauferläuterung auch zu diesem Video erhalten Sie exklusiv nur bei mir. Gerne auch wieder konstruktive Kommentare oder ein Like unter dem Video. Denn nichts ist beständiger als der Wandel durch Wissen. Ihnen viel Erfolg und bleiben Sie fit.